Hallo meine lieben Freunde und Liebhaber der Architekturgeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wieder aus dem Spiegelsaal in Versailles. Mein Name ist Alexander Ott, ich bin Architekt und ich beschäftige mich sehr gerne mit Architekturgeschichte und gebe auch gerne an interessierte Menschen weiter, was ich darüber weiß. Das Thema des heutigen Videos ist wieder Renaissance, es ist ja der dritte Teil. Im zweiten Teil habe ich mit genau diesem Gebäude hier aufgehört. Es ist die Villa Rotonda von Andrea Palladio, gebaut in Vicenza in der zweiten Hälfte oder Mitte des 16. Jahrhunderts. Es ist ja nicht wirklich ein Palast, es ist eher eine Villa. Dennoch, der Titel des zweiten Teils der Renaissance-Videos lautete Renaissance-Paläste. Ich werde dieses Video hier oben rechts für Sie verlinken, wenn Sie es anschauen möchten. Im ersten Teil haben wir hingegen aufgehört mit genau diesem Gebäude. Das ist die Pazzi-Kapelle. Das war das letzte Foto, was ich Ihnen gezeigt habe. Es ist eine Kapelle, die sich in der Klosteranlage Santa Croce in Florenz befindet. Und zwar ist es dieser kleine gelbe Raum, der mit einer 3 gekennzeichnet ist. Und wir stehen quasi in diesem weißen Säulenhof, der die Ziffer 1 trägt und schauen genau auf die Fassade dieser Kapelle. Und wie gesagt, sie ist von Filippo Brunelleschi gebaut worden ab 1430 und man erkennt an dieser Fassade unschwer, dass sie das Motiv des römischen Triumphbogens trägt. Kunstgeschichtler sagen zwar, die Fassade selbst würde nicht auf Brunelleschi zurückgehen, weil aus formalen Gründen er hätte das besser gemacht oder wie auch immer. Ich finde es trotzdem ein sehr schönes Gebäude. Das hier ist ein Foto, bei dem man so seitlich in diese Säulenvorhalle reinschauen kann und man sieht also sehr schön das Motiv des römischen Triumphbogens. Das haben wir im ersten Teil bereits durchgesprochen, dass das ein ganz typisches Motiv ist, den römischen Triumphbogen in der Renaissance-Architektur wieder zu zitieren. Man sieht auch das Tonnengewölbe. Im Vergleich hier, das Foto ist aufgenommen im Jupiter-Tempel im Diokletianspalast in Split. Und auch die Pazzi-Kapelle hat in dieser Säulenvorhalle dieselbe Struktur bei diesem Tonnengewölbe. Das hier ist eine Skizze, ein Längsschnitt auf der linken Seite und ein Grundriss auf der rechten Seite. Im Grundriss erkennt man, dass der Kirchenraum ein Querrechteck ist. Das ist zunächst einmal sehr ungewöhnlich für eine Kirche. Ich kenne das eigentlich nur von dieser Kapelle hier. Aber wenn wir gleich ein Innenraumfoto sehen, dann merken wir, dass das Thema ist ein Zentralbau auf einem quadratischen Grundriss. Und dieser quadratische Grundriss, den man hier auch im Grundriss eingezeichnet sieht durch einen Kreis, das ist der Grundriss der Kuppel, der wird einfach nach rechts und links mit der gleichen Dimension verbreitert, sodass sich dieses Querrechteck ergibt, aber durch die Behandlung der Wandoberflächen und der Gewölbe und der Kuppeln sieht man dann, dass der eigentliche Kircheninnenraum tatsächlich ein quadratischer ist. In der linken Hälfte dieser Skizze sehen wir auch, wie gesagt, den Längsschnitt, über dem Kirchenraum eine runde Kuppel und auch links und rechts davon, also davor in der Vorhalle und dahinter in diesem kleinen Altarraum, der sich im Grundriss nach oben hin fortsetzt. Beide Räume haben jeweils eine eigene kleine Kuppel. Dies ist ein Foto dieses Innenraums und hier erkennt man auch, dass sich diese runde Hauptkuppel genau über einem quadratischen Raum befindet. Und nach rechts hinten auf diesem Foto, das ist quasi die Verlängerung dieses Raumes wie ein Querschiff. Das wird nur noch durch ein, nur in Anführungszeichen, noch durch ein Tonnengewölbe überdacht. Deswegen meinte ich gerade eben, der Grundriss sei im Grunde genommen ein quadratischer Raum, aber durch diese Appendixe nach links und nach rechts bekommt er diese querrechteckige Form. Man könnte jetzt auch meinen, oder vielleicht, wenn Sie mein erstes Video gesehen haben, denken Sie, das Foto, das hat er uns doch schon mal gezeigt. Was macht er denn da, der Ott? Ich habe Ihnen aber nicht genau dieses Foto gezeigt, sondern ich habe Ihnen das Foto hier auf der rechten Seite gezeigt. Und das ist zugegebenermaßen ein ganz ähnlicher Innenraum. Das ist nämlich die alte Sakristei in der Klosteranlage San Lorenzo.
Und Brunelleschi hat hier tatsächlich dasselbe Thema nochmal aufgegriffen. Die Wandoberflächen sind fast identisch behandelt. Auch die Kuppel ist fast eine identische Kuppel. Und ich habe Ihnen damals gesagt, wie gesagt im ersten Teil, dass die Kuppel in Wirklichkeit eine Schirmkuppel ist. Und ich könnte Ihnen ein weiteres Foto zeigen, auf dem man erkennt, was denn eine Schirmkuppel wirklich ist. Und das ist nun dieses Foto auf der linken Seite. Sie sehen diese grauen Bögen, die von der Spitze der Kuppel bis auf diesen Tambourring runterführen. Die sind halbkreisförmig ausgebildet. Und auf diesem grauen Tambourring gehen erstmal kleine Wandstücke senkrecht nach oben, dort wo diese kleinen runden Fenster drin sind. Die haben jeweils einen Rundbogenabschluss und drüber befinden sich jeweils diese Schirmzwickel, diese Kuppelzwickel. Es ist also ungefähr so, wie wenn der Schirm nicht ganz geöffnet wäre. Und auf der rechten Seite, das ist eben ganz genau dieselbe Kuppel. Grundsätzlich handelt es sich um eine Pendentivkuppel. Was eine Pendentivkuppel ist, das erkläre ich Ihnen gern in meinem Video über Kuppelkonstruktionen. Ich tue ihn auch hier oben rechts nochmal verlinken. Ein weiterer Unterschied zwischen diesen beiden Räumen ist natürlich die Größe. Im rechten dieser beiden Räume in der alten Sakristei sehen wir einen Tisch in der Mitte, der uns ein bisschen eine Vorstellung über die Größe dieses Raumes gibt. Während auf der linken Seite sehen wir Menschen drin stehen und anhand der Größenordnung dieser Personen sieht man natürlich, dass dieses Gebäude, die Pazzi-Kapelle, sehr viel größer ist als die alte Sakristei. Brunelleschi hat sich über die Pazzi-Kapelle hinaus, aber auch noch mit anderen Rundkirchen befasst. Das hier auf der rechten Seite, das ist Santa Maria degli Angeli in Florenz, eine Kirche, die in Auftrag gegeben wurde von die Medici-Familie. Leider wurde diese Kirche nie wirklich fertiggestellt. Sie hätte ursprünglich eine Kuppel tragen sollen, natürlich, wie sich ein renaissancistischer Zentralbau normalerweise präsentiert. Das hat sie nie bekommen. Es ist einfach eine Holzkonstruktion als oberer Abschluss gebaut worden und sie ist auch nie wirklich eine Kirche geworden. Sie ist unterschiedlichen Nutzungen zugeführt worden und ich finde es sehr schade, dass diese Kirche von Brunelleschi nicht zu Ende gebaut wurde, weil man hätte daran gesehen, wie wäre Brunelleschi denn mit dem Thema Zentralbau wirklich umgegangen. Außerdem hätte es möglicherweise die Geschichte der Frührenaissance etwas verändert, weil Brunelleschi starb 1446 und es wäre ein sehr, sehr frühes Beispiel über einer kuppelüberdeckten Zentralkirche. Das kommt also erst in der Spätrenaissance, in der Hochrenaissance vor, also in der Zeit ab 1480, 1490 bis 1527, sage ich mal, 1527, das war die Plünderung Roms. Und mit diesem Datum, sagt man ja auch, ist die Hochrenaissance in Italien beendet gewesen. Wie gesagt, schade, dass diese Kirche nie gebaut wurde. Sie hat natürlich als Vorbild das Pantheon zu Rom gehabt. Das sieht man hier auf der linken Seite, auch ein rundes Gebäude. Und oder beziehungsweise ein achteckiges Gebäude mit dieser Tempelfassade, die nach unten angebaut ist. Auch Brunelleschi hat auf der unten an dieser Skizze sieht man die Eingangssituation. Auch hier also der Eingang nach außen erkennbar abgebildet. Das ist dann später in der Renaissance-Architektur verschwindet dieses Motiv fast vollständig, sodass man den Baukörper von außen fast nicht mehr ansehen kann. Wo ist vorne, hinten, links oder rechts? Ein ganz typisches Element für die Hochrenaissance, für Renaissance-Kirchen während der Hochrenaissance. Nun, hier sieht man ein Foto der Santa Maria degli Angeli, wie sie heute aussieht. Also wie gesagt, sie hat leider nie eine Kuppel bekommen. Und man kann auch im Innenraum wirklich nicht wirklich sehen, was Brunelleschi sich dort gedacht hat. Wie gesagt, die Architekturgeschichte trauert bis heute um diese verlorene Kirche von Felipe Brunelleschi. Dies hier ist eine Langhauskirche, wie man sieht, vom selben Architekten, auch Felipe Brunelleschi. Und sie heißt Santo Spirito, steht auch in Florenz.
Und als herausragendstes Merkmal hat sie natürlich diese eigenartig geformte Fassadenstruktur. Das kommt einfach daher, dass jedes Joch der Seitenschiffe hat eine eigene halbrunde Abside, Apsis, wie eine kleine Kapelle. Und Brunelleschi hat auch möglicherweise vorgehabt, die Kirche nach außen tatsächlich mit dieser Fassadenstruktur zu belassen. Leider, oder De Echo wurde das nicht so ausgeführt, sondern die Fassade, wir sehen nachher auch ein Foto dieser Kirche von außen, ist also glatt ausgeführt worden. Zugrunde liegend in diesem Grundriss ist die Modulhaftigkeit. Also man sieht natürlich unschwer, dass das Mittelschiff genau doppelt so breit ist wie die Seitenschiffe. Alles besteht aus Quadraten. Die Seitenschiffe führen sich ja weiter fort um das Querhaus herum, auch ein Chorumgang, wie es also auch in der Gotik üblich gewesen ist. Das Besondere an dieser Kirche ist, dass Brunelleschi diese Proportionen 1:2 auch im Aufriss weitergeführt hat. Auf der rechten Seite auf diesem Foto erkennt man es vielleicht. Jedenfalls ist das so, dass die Decke hier im Hauptschiff genau doppelt so hoch ist wie die Joche, wie diese Arkadenbögen links und rechts des Mittelschiffs. Hier blende ich Ihnen zum Vergleich nochmal die Kirche San Lorenzo ein, die erste Kirche, die erste Langhauskirche, die Brunelleschi gebaut hat. Wir haben sie im ersten Video behandelt. Man sieht auch, dass sie eine römische Kassettendecke über dem Mittelschiff hat, während im rechten Beispiel bei Santo Spirito ist dieses Motiv also etwas verändert worden. Aber man sieht im linken Beispiel ganz deutlich, dass dort diese Proportionen 1:2 Breite des Mittelschiffs zur Höhe desselben nicht eingehalten wurde, während das auf der rechten Seite sehr wohl so ist. Jetzt machen wir mal einen Schwenk, mit dem wir blicken in beiden Kirchen einfach nach rechts in die Seitenschiffe rein. Ich habe das mal versucht hier so zu machen. Das ist also auf der linken Seite immer noch San Lorenzo und auf der rechten Seite Santo Spirito. Und man erkennt also auf der linken Seite, dass die Außenwand der Seitenschiffe sehr einfach gestaltet ist. Dort gibt es also diese Pilaster jeweils am Ende des Jochs und durch einen Fries wird ein Rundbogen abgezeichnet oder es zeichnet sich ein Rundbogen ab, hinter dem sich dann jeweils eine Kapelle befindet. Das ist im rechten Beispiel sehr viel aufwendiger gemacht mit diesen halbrunden Apsiden, die bei jedem Joch des Seitenschiffes aneinandergereiht sind und durch dieses Aufeinandertreffen von zwei Apsiden jeweils dort, wo sich die beiden Wände dann schneiden, hat Brunelleschi also ganz aufwendig mit Halbsäulen, mit Pilastern, mit Kapitellen und so weiter gearbeitet, also sehr viel mehr Aufwand betrieben als bei der ersten Kirche auf der linken Seite. Das ist eine Außenansicht und man erkennt auch hier, es ist eine dreischiffige Anlage, also das Mittelschiff ist erhöht, die Seitenschiffe sind niedriger und jetzt sieht es so aus, wie wenn noch ein zweites, noch niedrigeres Seitenschiff drangebaut wäre. Das ist aber nur die Abdeckung dieser ganzen halbkreisförmigen Apsiden, sodass das Gebäude eine glatte Außenwand erhält. Man kann auch, wenn ich dieses Foto anschaue, dann kommt mir immer so der Satz in den Sinn, die Renaissance auf der Suche nach ihrer Formensprache. Es ist ja nicht wirklich eine typische Fassade, von der man also sofort sagen kann, jawohl, das ist Renaissance-Architektur. Mangels Vorbilder. Es gab ja noch ganz wenig gebaute Vorbilder für Brunelleschi. Das Wesentliche hat er ja eigentlich selbst gebaut. Man erkennt hier im Hintergrund über dem Vierungsraum auch eine Kuppel. Das ist der Innenraum, ein Baldachin, der sich genau unter dieser Kuppel befindet. Ganz oben erkennt man noch die beiden Kuppelzwickel. Hier erkennt man es ein bisschen besser auf diesem Foto, dass es sich um eine Pendentivkuppel handelt, wo auch diese Tondi jeweils in den Kuppelzwickeln, in den Pendentivs noch angebracht sind und man sieht auch oben, wie das Licht einfällt. Ansonsten ist das Motiv dieser Kirche sehr ähnlich der Kirche von San Lorenzo, die Arkadenbögen links und rechts, das Motiv der horizontalen Strukturierung, der Fluchten, der horizontalen Linien, die sich alle in ihren Fluchtpunkten treffen. Auch in diesem Beispiel, weil wir in der Mitte des Mittelschiffes stehen, treffen diese Linien sich natürlich wieder alle im Hauptaltar am vorderen Abschluss.
Nun, diese beiden zuletzt gezeigten Kirchen, die Santa Maria degli Angeli und auch die Santo Spirito, das sind, was die Sakralbauten betrifft, abgesehen des Doms von Florenz, zwei sehr wichtige Kirchen von Brunelleschi. Leon Battista Alberti hat darüber geschrieben, dass es alle beide, jede für sich, die eine als Zentralkirche, die andere als Langhauskirche, aber jede für sich den idealen Grundriss, das ideale Konzept, den idealen Entwurf einer Kirche darstellt. Leon Battista Alberti, wir haben diesen Architekten kennengelernt. Er war der Erbauer des Palazzo Rucellai. Ich habe ja über diesen Palast und auch über Alberti im zweiten Video über die Renaissance-Paläste gesprochen. Alberti lebte eine Generation später als Brunelleschi. Brunelleschi lebte von 1377 bis 1446. Alberti von 1404 bis 1472. Also wie erwähnt, eine ganze Generation später. Alberti hat aber nicht nur einen Palazzo gebaut, er hat auch Kirchen gebaut. Das hier ist der Tempio Malatestiano in Rimini. Er wurde gebaut ab 1450 und es ist in seinem Ursprung eine gotische Kirche, eine Franziskanerkirche aus dem 13. Jahrhundert. Und er hatte von Sigismondo Malatesta den Auftrag, das war der Herrscher von Rimini gewesen, den Auftrag, aus dieser Kirche ein Grabmal für sich und für seine Frau Isotta degli Atti zu bauen. Und ursprünglich war geplant, dass die beiden Grabmale in dem linken und in dem rechten Rundbogen links und rechts des Eingangs sich befinden sollen. Das ist später nicht so ausgeführt worden. Die beiden Gräber befinden sich nun im Innenraum dieser Kirche. Was ganz auffällig ist an dieser Fassade, ich habe hier mal den mittleren Teil, die Eingangstüre einfach rausgezoomt und stelle Ihnen gegenüber hier den Triumphbogen. Das ist der Augustusbogen in Rimini, gebaut 27 vor Christus. Und man erkennt also unschwer, dass der Eingangsbereich des Tempio Malatestiano genau dieselben Elemente aufweist wie der Triumphbogen, der Augustusboden. Sie sind zwar anders angeordnet, aber alle Elemente sind also absolut vorhanden. Hier habe ich einen zweiten Triumphbogen, das ist der Konstantinsbogen in Rom, gebaut 312 nach Christus. Und auch hier erkennt man, dass die Fassade dieser Kirche alle Elemente aufweist, die dieser Triumphbogen hat. Also ganz klar zitiert Alberti hier die Architektur des römischen Triumphbogens. Und die Idee, die dabei hinterstand, war auch, dass die Gräber von Sigismondo Malatesta und seiner Frau Isotta degli Atti in einem Triumphbogen sich befinden sollten. Also sozusagen das Thema ist der Triumph über den Tod. Wenn wir in die Kirche eintreten, sehen wir, dass es ein ganz freundlicher, ganz heller, ganz angenehmer Kircheninnenraum ist. Man sieht auch, dass es nicht wirklich eine Renaissancekirche ist, sondern dass es eine ältere gotische Kirche ist, eine sogenannte Wandpfeilerbasilika. Sie hat also keine Seitenschiffe, sondern das sind einfach gotische Kapellen. Man erkennt auch die Kreuzrippengewölbe über den Kapellen in den Seitenschiffen. Man sieht auch den offenen hölzernen Dachstuhl. Und auch hier erkennt man im Hintergrund beim Übergang in den Altarraum, dass Alberti dort wieder das Motiv desselben Triumphbogens aufgegriffen hat. Das hier ist eine weitere Kirche von Alberti, und zwar handelt es sich hier um Santa Maria, nein, das ist die San Andrea in Mantua. Sie wurde ab 1470 bis 1514 gebaut. Alberti ist aber auch bereits 1472 gestorben, so hat er also auch nur den Entwurf gemacht und die Ausführung anderen überlassen. Ein Element, was diese Kirche hat, das ist dieser oben auf dem Dach, dieser zweite Rundbogen, der da nochmal drauf sitzt. Und dies ist ein Motiv, was er wahrscheinlich auch auf diese Fassade oben draufsetzen wollte. Man sieht diese beiden
Stümpfe, die also wie abgebrochen erscheinen, wie wenn die Kirche nicht fertig gebaut worden wäre. Das ist auch so, sie ist nicht fertig gebaut worden, leider bis heute nicht. Aber möglicherweise wollte er dasselbe Motiv hier noch einen zweiten Rundbogen obendrauf setzen, wie man das auch bei dieser Kirche St. Andrea in Mantua auch sieht. Hier erkennt man zwei Motive, die Alberti aufgegriffen hat beim Entwurf dieser Fassade. Das ist einmal das Motiv des Triumphbogens. Man sieht das im oberen Beispiel wieder der Konstantinsbogen. Und auch im unteren Beispiel, das ist die Tempelfassade des Pantheon in Rom. Man sieht auch, dass das Motiv der Tempelfassade hier aufgegriffen wurde. Es sind vier Wandpfeiler, vier Pilaster, die diesen dreieckigen Portikus tragen. Wenn man durch dieses Eingangsportal durchschreitet, dann erkennt man diese ganz monumentale Triumphbogenarchitektur wieder mit diesem römischen Tonnengewölbe, mit dieser Kassettenstruktur. Das führt sich auch im Innenraum dann fort. Wenn wir also eintreten in die Kirche, sehen wir genau dasselbe Motiv, ein ganz typisch römisches Tonnengewölbe, was er hier aufgegriffen hat, welches diese Kassettenstruktur hat. Die Kuppel, die wir hier im Hintergrund sehen, die ist allerdings eine spätere Zugabe zu dieser Kirche, die stammt nicht aus vom Ende des 15. Jahrhunderts, sondern das ist eine Zugabe aus der Barockzeit. Hier zum Vergleich nochmal, wir haben das Foto vorhin schon gesehen, das Tonnengewölbe des Jupitertempels im Diokletianspalast in Split. Dasselbe Motiv, was Alberti auch hier für die Abdeckung des Langhauses seiner Kirche St. Andrea in Mantua verwendet hat. Nun kommen wir hier zu einer weiteren Kirche. Und jetzt bewegen wir uns bereits weg von den Langhauskirchen. Wir haben bisher die ganze Zeit von Langhauskirchen gesprochen. Das ist eine Zentralkirche. Wir sehen auch gleich einen Grundriss davon. Es handelt sich um die Santa Maria delle Carceri in Prato. Sie wurde gebaut von 1484 bis 1495. Also zeitlich rücken wir jetzt schon an das Datum 1500 heran. Sie wurde gebaut von Giuliano da San Gallo. Giuliano de San Gallo war nochmal zwei Generationen später als Leon Battista Alberti. Er lebte von 1445 bis 1516. Und diese Kirche wurde in Auftrag gegeben von Lorenzo il Magnifico di Medici. Und leider, man sieht ja hier auf dem Foto, dass die Fassade ist auch nie ganz fertig geworden. Also man erkennt hier immer noch diesen Teil, an dem die bloßen Mauersteine rausgucken. Aber an dem Teil, an dem Fassadenarchitektur stattgefunden hat, bemerkt man, dass sich langsam die Formensprache der Renaissance entwickelt. Wir erkennen also Pilasterstrukturen, Gesimse, Friese und so weiter, natürlich alles abgeleitet aus der Tempelfassade und aus dem Motiv des Triumphbogen. Das ist einfach einmal rausvergrößert nochmal die Ansicht der Kuppel, die dieses Gebäude hat. Hier sehen wir dieselbe Kuppel von innen. Das ist also auch eine Schirmkuppel, die in den senkrechten aufgehenden Wänden noch diese runden Fenster drin hat. Und in diesen Kuppelzwickeln erkennt man auch diese Tondi, die dort untergebracht sind. Und ich blende Ihnen hier nochmal das Foto der Pazzi-Kapelle von Brunelleschi ein. Also ganz sicher hat Giuliano da San Gallo das Werk von Brunelleschi natürlich gekannt. Es ist natürlich ein Zitat, es ist dieselbe Konstruktion einer Kuppel, die wir hier sehen. Das ist ein Grundriss und ein Aufriss dieser Kirche und man erkennt hier also, dass der Grundriss eine ganz reine biaxiale Anlage ist. Also es gibt keine dominante Richtung, also es ist nicht so, dass die Längsrichtung, das Längsschiff dominanter wäre als das Querschiff dieser Kirche. Es ist also ein reines griechisches Kreuz. In der Mitte befindet sich, wie gesagt, diese Kuppel. Und was auch ein wichtiger Faktor ist, den ich hier erwähnen musste, die Kirche wurde gebaut von 1484 bis 1495, das hatte ich bereits erwähnt. Sie wurde gebaut, bevor Donato Bramante den ersten Entwurf für die St. Petersbasilika veröffentlicht hat, bevor die St. Petersbasilika angefangen wurde zu bauen.
Dieser Entwurf ist dort noch nicht bekannt gewesen. Man muss in dieser Zeit ganz genau hinschauen, bei einer Renaissancekirche, bei einer renaissancistischen Zentralkirche, ist sie bereits durch den Petersdom beeinflusst oder ist sie noch nicht beeinflusst durch den Petersdom, weil sie einfach zeitlich davor gebaut wurde. Natürlich so ein wichtiges Gebäude wie St. Peter in Rom hat einen Einfluss auf die Weiterentwicklung der Architektur. Das ist auch heute so, wenn ein großes, neues, spektakuläres Gebäude gebaut wird, das beeinflusst auch heute noch die Weiterentwicklung der Architektur. Das hier ist eine weitere Zentralkirche, und zwar ist das San Biagio in Montepulciano. Sie wurde gebaut von 1519 bis 1540, und zwar von Antonio da San Gallo, dem Älteren. Das ist also ein Zeitgenosse von Giuliano di San Gallo gewesen. Wahrscheinlich waren die auch verwandt, wenn sie schon denselben Namen haben. Das habe ich aber jetzt nicht wirklich recherchiert. Er lebte von 1455 bis 1534. Und diese Kirche ist sehr wohl durch den Entwurf von Bramante, durch den Entwurf der St. Peters-Basilika beeinflusst, weil sie gebaut wurde, nachdem Bramante angefangen hat mit der Konstruktion des Petersdoms, hier San Biagio gebaut von 1519 bis 1540. Ich hatte das bereits erwähnt. Es ist eine Zentralkirche, obwohl man jetzt natürlich sagen kann, wie denn Zentralkirche? Ich sehe doch hier die beiden Türme auf der einen Seite und auf der anderen Seite hier im Vordergrund sieht man diese Apsis. Das ist aber nicht wirklich so. Hier auf rechts oben erkennt man den Grundriss und auch dort sieht man, dass der Kircheninnenraum auch ein reines griechisches Kreuz ist. Die Längsrichtung und die Querrichtung sind also völlig gleichbedeutend, also eine vollkommen biaxiale Anlage des Innenraums. Und diese, was man als Apsis interpretiert hat von außen, das ist also nur ein Anbau. Das ist wahrscheinlich die Sakristei, die sich dort befindet und auch im unteren Bereich diese beiden Türme. Man erkennt, dass sie vollkommen abgerückt von der Kirche, vom Baukörper der Kirche sind. Ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Dort muss man dann das irgendwie zumachen, da muss man einen Zaun hinmachen, dass da Menschen nicht ihre Geschäfte dahinter verrichten. Und dann, wenn aber dort ein Zaun ist, dann kommt der Gärtner auch nicht mehr hin. Also das ist ein bisschen schwierig gelöst. Architektonisch ein interessantes Thema mit diesem abgerückten Turm, aber praktisch ist das nicht wirklich. Man erkennt aber auch hier, dass diese Kirche, diese Zentralkirche, durch den Einfluss des Entwurfs von Bramante über eine Tambourkuppel verfügt. Man sieht es auch auf diesem Foto, dass die Kuppelkalotte nicht direkt auf den Pendentifs drauf sitzt, sondern die Pendentifs leiten über vom Viereck des Grundrisses in eine runde Form und dort ist dann erst wie eine Trommel aufgemauert. Das ist der sogenannte Tambour und da obendrauf wird dann die eigentliche Kuppel erst gebaut. Auf der linken Seite sehen wir einen Blick in den Altarraum und das ist natürlich von seiner architektonischen Struktur genau dasselbe. Altarraum oder in das Querhaus nach links oder rechts reingeschaut oder auch rückwärts zum Eingang hingeschaut. Die Kirche ist also vierseitig, punktsymmetrisch gebaut. Eben in einem dieser vier Nischen befindet sich der Altar, was als einziges Element dem Innenraum dieser Kirche eine Richtung gibt. Kommen wir zu einem anderen Architekten, der uns sehr wenig Gebautes hinterlassen hat, der aber trotzdem ein sehr berühmter Mann geworden ist. Das ist Raphael Sanzio. Raphael lebte von 1483 bis 1520, also ein Künstler, der genau in die Zeit der Hochrenaissance hereingeboren wurde und dort gelebt hat. Er wurde ja nur 37 Jahre alt. Und es gibt ganz wilde Gerüchte, warum er so früh gestorben ist. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Dieses Gemälde, was ich Ihnen hier zeige, das nennt sich die Hochzeit der Jungfrau. Und ich zeige es Ihnen, weil man hier im Hintergrund auch einen Zentralbau sieht. Das ist natürlich eine Kirche. Also im Vordergrund erkennt man das Brautpaar, die Jungfrau mit ihrem Bräutigam und auch einen Geistlichen. Und deswegen ist es also zwangsläufig die Kirche, die sich hier im Hintergrund befindet. Die ist natürlich nie gebaut worden,
aber sie existierte natürlich im Kopf von Raphael und er musste sie ja auch erstmal entwerfen, bevor er sie malen konnte. Also hier ein nicht gebautes Beispiel von Architektur. Das hier ist ein gebautes Beispiel, allerdings ist das nicht von Raphael gebaut worden, sondern das ist die Santa Maria del Popolo. Sie wurde in Auftrag gegeben ab 1472 durch Papst Sixtus IV. Und zwar an der Porta Flaminia. Die Porta Flaminia ist das nördliche Eingangstor nach Rom gewesen. Wenn man die Via Flaminia nach Rom gereist ist und am Stadttor dann auf der linken Seite ist diese Kirche gebaut worden. Der Platz ist dann später in der klassizistischen Zeit umgestaltet worden und auch umbenannt worden. Es ist heute der Piazza del Popolo und nach dem ist auch diese Kirche benannt, die Santa Maria del Popolo. Sie ist, hat Elemente von ganz unterschiedlichen Baustilen, also man erkennt noch gotische Kreuzrippengewölbe, sie hat Renaissance-Elemente, sie hat auch Barock-Elemente. Deswegen finde ich persönlich es nicht so interessant, darüber zu sprechen, denn wenn man typische Elemente eines Baustils studieren möchte, dann ist das gut, wenn man auch ein stilechtes Gebäude vor sich hat, weil man das dann viel besser verstehen kann. Das ist ein Innenraum einer Kapelle, die sich in dieser Kirche befindet, und zwar ist das die Chigi-Kapelle. Die Familie Chigi war eine reiche Bankiersfamilie. Und sie waren Sponsoren dieser Kirche und konnten sich daher auch mit einem eigenen Grabmal in einer sehr prominenten Kapelle im Innenraum verewigen. Es ist auch ein Zentralbau, das sehen wir gleich nochmal. Hier links und rechts diese ganz spitzen Pyramiden, das sind diese beiden Grabmale links und rechts. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Personen der Chigi-Familie hier beigesetzt wurden. Jedenfalls wurde diese Kapelle gebaut von 1513 bis 1516, also wie gesagt in der Zeit der Hochrenaissance und auch in einer Zeit, nachdem der Entwurf des Petersdoms von Bramante bereits öffentlich geworden ist. Also hier sieht man auch, dass diese Kapelle einen vollkommen zentralen Grundriss hat. Also eine biaxiale Anlage, wie man so schön sagt. Es gibt keine von der Architektur vorgegebene Richtung, die als Längsrichtung dominanter sein sollte als die Querrichtung. Auch hier erkennt man links und rechts noch diese beiden spitzen Pyramiden, die oberen Abschlüsse dieser beiden Grabmale. Auch hier noch, das ist ein Blick in das kleine Tonnengewölbe, was die Kapelle vom Hauptraum der Santa Maria del Popolo abtrennt. Diese Kirche erscheint also wie wenn sie, oder diese Kapelle erscheint uns jetzt so, wie wenn sie gestern erst gebaut worden ist, weil sie ganz prächtig strahlt und in prächtigen Farben sich darbietet. Das liegt aber daran, dass sie einfach ganz neu renoviert wurde. Hier sieht man einen Grundriss der Kirche Santa Maria del Popolo. Man erkennt auch an diesen Kreuzen jeweils, dass es sich um ein gotisches Kreuzrippengewölbe handelt. Das ist natürlich etwas, was in der Renaissance immer noch vorgekommen ist, wenn auch nicht mehr so häufig wie im davorigen gotischen Baustil. Die Chigi-Kapelle als solche, das ist die zweite Kapelle auf der linken Seite. Man sieht, sie ist so ein bisschen grau hinterlegt. Ich habe dort einfach den Originalgrundriss von Raphael genommen und habe ihn verkleinert und so maßstabsgetreu reingesetzt, wie diese Kapelle da also gebaut wurde. Das ist ein Blick in den Innenraum. Hier erkennt man also, wie gesagt, ganz unterschiedliche Baustile bis hin zum Barock. Diese Kuppel im Hintergrund wurde meines Wissens von Giovanni Lorenzo Bernini gebaut, einer der letzten Architekten, der auch an dieser Kirche dann mitgewirkt hat, bereits im späten 16. Jahrhundert oder ist das bereits Anfang 17. Jahrhundert gewesen? Nein, Bernini wurde geboren kurz vor 1600, 1595, also muss diese Kuppel dann im frühen, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gebaut worden sein und hat also ein barockes Gepräge bereits.
So, hier kommen wir also zum großen Meister der Renaissance. Wir erkennen das natürlich an der Skizze auf der linken Seite. Auf der rechten Seite ein Selbstbildnis von Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci hat gelebt 1452 bis 1519. Auf der linken Seite erkennen wir eine Skizze, eine weltberühmte Skizze, die er angefertigt hat nach den Angaben von Vitruv. Wir erinnern uns an Vitruv, das war unser römischer Architekt, der von allen Renaissance-Architekten natürlich studiert werden musste. Vitruv hat gesagt, dass der menschliche Körper ist dergestalt proportioniert, dass die Körpergröße genau demselben Maß entspricht wie der Breite der ausgestreckten Arme, also von den Fingerspitzen bis zu den Fingerspitzen. Und er hat auch gesagt, wenn man einen Kreisbogen schlägt durch den Bauchnabel bis an die Fußsohle, dann können sich auch die Arme bis zu ihren Fingerspitzen genau in diesen Kreis einfügen. Nun, ein bisschen schwierig, hängt immer ein bisschen davon ab, in welchem Winkel man die Arme nach oben streckt. Da Vinci hat ganz viele Studien, anatomische Studien gemacht von Menschen und von Tieren mit und ohne Haut, Eingeweide als sowohl als auch äußere Form. Wir sehen hier zum Beispiel eine Skizze von ihm, wo er nur die Muskulatur eines Menschen gezeichnet hat. Und wenn man also heute Kunst studiert, ist das immer noch so, dass man die Anatomie eines Menschen ganz genau studiert, damit man weiß, wie man die Formen eines menschlichen Körpers korrekt zeichnet. Die Dame hier auf der rechten Seite kennen wir alle, das ist die Mona Lisa. Sie hängt heute im Louvre. Da Vinci hat ja 4 berühmte Frauenporträts gemalt und sie ist eben eine davon. Eine andere ist die Dame mit dem Hermelin. Auf der linken Seite sehen wir die Skizze eines Fluggerätes von ihm. Also er ist nicht nur ein Anatomie-Genie gewesen, er ist auch nicht nur ein Maler gewesen, sondern er ist auch Ingenieur gewesen. Wie gesagt, ein Fluggerät, was er hier gezeichnet hat, was aber viele Menschen nicht wissen, ist, dass er auch sich mit Architektur beschäftigt hat. Obwohl er uns nichts Gebautes hinterlassen hat, hat er aber sehr viele Studien gemacht zu Zentralkirchen. Wir sehen hier einige Beispiele davon. Und er hat in der Darstellung von Architektur etwas Neues erfunden. Und das ist diese Art und Weise, wie er diese Isometrien gezeichnet hat. Also das ist ja nicht eine Ansicht, eine plane Ansicht, wie wir das bisher als Aufriss gesehen haben, sondern er hat das Gebäude so ein bisschen aus der Achse rausgedreht, gezeichnet, dass man also quasi den Grundriss und den Aufriss in der gleichen Skizze erkennen kann. Das ist etwas, was es vor Leonardo da Vinci bei den Architekten nicht gegeben hat, etwas, was er in die Architektur eingeführt hat. Wie gesagt, er hat selbst nichts gebaut. Er ist aber mit einem großen Renaissance-Architekten sehr eng befreundet gewesen, und zwar mit Donato Bramante. Wir haben schon öfters von ihm gesprochen. Donato Bramante war der erste Baumeister der St. Peters-Basilika in Rom, derjenige, der den ersten Entwurf gezeichnet hat und auch mit den Grundmauern angefangen hat, diese Kathedrale zu bauen. Er kam leider nur 1 Meter hoch, dann ist er gestorben. Jedoch hat Da Vinci ganz sicher einen starken Einfluss gehabt auf den Entwurf von Donato Bramante für den Petersdom. Und bei anderen Kirchen kann man das auch ganz deutlich sehen. Zum Beispiel auf dieser linken Skizze, diese Zeichnung oben in der Mitte. Sie bleibt uns jetzt erhalten, während wir auf der rechten Seite die Santa Maria delle Grazie sehen von Donato Bramante, gebaut in Mailand. Und zwar wurde dort zunächst einmal eine Langhauskirche gebaut, und zwar von 1460 bis 1490. Und dann bekam Bramante den Auftrag, vorne einen Zentralbau ich weiß nicht, ob er den Auftrag des Zentralbaus bekommen hat. Er hat auf jeden Fall den Auftrag bekommen, die Kirche zu vergrößern und zu verändern. Und er hat dann diesen Zentralbau entworfen. Und wenn man da also hinschaut, dann sieht man, das, was Da Vinci dort gezeichnet hat, dass das fast genau dem entspricht, was Bramante hier auf der rechten Seite gebaut hat. Nun, ich finde die Zeichnung von Da Vinci schöner als das, was Bramante gebaut hat. Ich finde das Gebäude, nun, im besten Fall kann man sagen, die Renaissance auf der Suche nach ihrer Formensprache.
Mir gefällt dieses Gebäude einfach nicht. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde, es ist kein besonders schönes Gebäude. Manchmal überlege ich mir, nun zu der Zeit haben noch keine Bahnhöfe existiert. Also wenn das eine Motiv vom anderen übernommen wurde, dann sind die Bahnhöfe nach dieser Kirche gebaut worden. Aber auf den ersten Blick würde ich sagen, das könnte ein Bahnhof in Süddeutschland sein. Wie auch immer. Vergessen Sie es, was ich gerade eben gesagt habe. Dieses Gebäude ist auf jeden Fall zu ganz großer Berühmtheit gelangt. Und zwar deswegen, weil sich dieses Gemälde dort drin befindet. Das kennen wir alle. Das ist das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci. Und das ist in diesem Gebäude eben untergebracht. Also wenn Sie das Gemälde im Original mal anschauen wollen, dann wissen Sie jetzt, an welche Adresse Sie sich wenden müssen. Das ist eine Sicht in den Innenraum dieser Kirche, in das Langhaus. Man sieht auch, dass dieses Langhaus noch weitestgehend mit gotischen Motiven gebaut worden ist. Also wir sehen auch gotische Kreuzrippengewölbe und auch andere Elemente, die noch das Mittelalter zitieren. Und vorne dieser Bereich, in dem es dann so hell wird, das ist der Zentralbau, den Bramante dort angebaut hat. Hier stehen wir also genau drin. Also eine ganz andere Architektur. Das ist dann also das, was Hochrenaissance von Bramante ist. Also ein reiner Zentralbau. Wenn man jetzt mal vergisst, dass sich quasi hinter uns jetzt noch diese gotisch anmutende Langhauskirche befindet. Auch hier natürlich als Vorbild Brunelleschi. Es ist also eine ganz ähnliche Kuppelkonstruktion, wie wir das vorhin bei den Kirchen von Brunelleschi gesehen haben. Nun, Bramante wurde allerdings berühmt durch andere Bauwerke. Einmal durch dieses hier, das ist das sogenannte Tempietto, gebaut in Rom und zwar im Auftrag der Reyes Católicos, der katholischen Könige von Spanien, von Isabella von Kastilien und Fernando von Aragon in den Jahren 1480 bis 1500. Und das ist also nun Hochrenaissance in ihrer reinsten Form, kann man sagen. Es ist also ein ganz reines, rundes Gebäude. Wenn man bei diesem Gebäude muss man ja dazu sagen, dass es sich um eine Kirche handelt. Wenn man das nicht dazu sagt, würde man das ja gar nie vermuten, dass sich eine Kirche dahinter befindet. Das ist aber tatsächlich so. Nun, warum haben die spanischen Könige in Italien also eine Kirche gestiftet? Nun, die Spanien war ein aufstrebendes Königreich und sie haben sich auch dazu aufgeschwungen, in Italien, in Sizilien und Neapel Besitzungen zu haben. Und so war es ganz natürlich, dass sie auch auf der Bühne des Rom der Hochrenaissance mitspielen wollten. Kommen wir zu einem weiteren Gebäude und das ist ein Gebäude, was eine Schlüsselrolle in der Architektur seiner Zeit einnimmt. Also das ist eine Innenaufnahme von einem italienischen Künstler aus dem 18. Jahrhundert namens Panini, der hier den Innenraum der St. Petersbasilika gezeichnet hat. Und als erstes Mal, wenn man das hier anschaut, dann kommt einem das gar nicht so fremd vor. Also das erinnert mich ganz stark an dieses Foto, was wir vorhin schon gesehen haben. Das ist St. Andrea in Mantua von Leon Battista Alberti. Diese Kirche ist gerade eben fertiggestellt worden. Wann war das nochmal? 1470 bis 1514. Sie war gerade noch in den letzten Zügen im Bauen, als Bramante angefangen hat, den Petersdom zu bauen. Allerdings hat Bramante den Petersdom als eine reine Zentralkirche entworfen, während wir hier auf der rechten Seite ja eine Langhauskirche sehen. Da komme ich aber gleich dazu, warum das so ist. Ich muss nochmal ein Bild zurückschalten, weil man hier auch ein ganz interessantes Phänomen sieht auf der linken Seite. Das ist ja ein Foto und der Fotograf hat also bei der Aufnahme die Kamera ein bisschen nach oben gehalten, weswegen die Linien, die vertikalen Linien nach oben so zusammenstürzen. Also die werden nach oben enger durch den perspektivischen Effekt. Während Panini auf der rechten Seite, der hat dieses Gemälde so gemalt, dass er die vertikalen Linien genau senkrecht belassen hat. Und das wirkt auf das Auge aufgrund des perspektivischen Effektes so, wie wenn die vertikalen Linien, wie wenn diese Mauerpfeiler eigentlich nach außen kippen möchten.
Wenn man aber genau hinschaut, sieht man, dass er sie tatsächlich vertikal gemalt hat. Das nur ein kleiner Ausflug in perspektivische Darstellungen. Hier sieht man, das ist der Baldachin, der sich genau im Vierungsraum der St. Petersbasilika befindet, über dem Grab von Petrus. Und dieser Baldachin ist also, man sollte es nicht glauben, aber hat die Höhe eines siebengeschossigen Hochhauses. Man nimmt das nicht wirklich wahr, weil er aufgrund seiner Formensprache mit diesen gedrehten Säulen überhaupt nicht die Formensprache der umliegenden Architektur aufnimmt, so dass er quasi maßstabslos erscheint. Aber man kann sich jetzt mal vorstellen, welche Größe der Petersdom hat. Diejenigen von Ihnen, die schon mal drin waren, die wissen das. Diejenigen, die noch nicht drin waren, die können sich vorstellen, dass dieser Baldachin also die Höhe eines siebengeschossigen Gebäudes hat und in welcher Monumentalität die St. Petersbasilika sich hier darüber auftut. Das ist eine Ansicht von außen. Man sieht hier also die Kuppel, die angedacht wurde von Michelangelo Buonarroti und fertig gebaut wurde von Giacomo della Porta dann am Ende des 16. Jahrhunderts. An dieser Kirche wurde ja 120 Jahre lang gebaut. Und ganz viele Architekten haben da mitgemischt. Den ersten, von dem haben wir schon gesprochen, das ist Donato Bramante, der also 1505 oder 1506 oder 7, 1506 angefangen hat, mit dieser Kirche die Grundmauern zu erstellen. Hier habe ich die Jahreszahl 1506 bis 1626, also genau 120 Jahre. Ist daran gebaut worden. Und man erkennt an diesem Grundriss, den Bramante hier entworfen hat, dass es eine ganz echte biaxiale Anlage ist. Also Sie können ja nicht mal entscheiden anhand dieser Planskizze, selbst wenn Sie es rausvergrößern, sehen Sie nicht, ist der Eingang nun unten, oben, links oder rechts. Also ein komplett vierseitig punktsymmetrisches Gebäude, das, wie ich ja vorhin bereits erwähnt habe, sehr viel Einfluss auf die Architektur hatte. Deswegen habe ich vorhin so viel Wert drauf gelegt, sind diese Kirchen, die ich Ihnen gezeigt habe, sind die vor diesem Entwurf von Bramante entstanden oder sind sie danach entstanden? Nach Donato Bramante, der nächste Architekt, der als Baumeister sich dort verewigt hat, Raphael Sanzio, das ist ein Grundriss, der auf ihn zurückgeht. Raphael war, obwohl er ein reiner Renaissance-Künstler war, hat er hier also eine Langhauskirche entworfen. Da lässt sich also auch nur spekulieren, warum hat er das eigentlich gemacht. Ich persönlich bin ja gar nicht so ein großer Fan von Raphael und ich halte es für möglich, er ist ja von seinem Charakter so ein bisschen ein Sunnyboy gewesen, er ist der Liebling der Römer gewesen, vor allem der reichen Römer. Und möglicherweise hat er einfach konservative Strömungen aufgenommen beim Entwurf dieser Kirche. Ich will aber nicht schlecht über ihn reden, aber ich kann mir vorstellen, dass er diesen Entwurf gemacht hat, um Gefallen in der Bevölkerung, vor allem unter seinem Klientel, zu finden. Baldassare Peruzzi, der nächste Architekt, Antonio da Sangallo, der Jüngere, der nächste Bauleiter. Der nächste Bauleiter, der daran gearbeitet hat, war Michelangelo Buonarroti. Ganz unten hier, das ist der Grundriss, den Michelangelo entwickelt hat. Er hat das übernommen ab dem baulichen Stand von Bramante, also der oberste Grundriss, und hat natürlich sofort gesehen, diese Grundmauern halten nicht die Kuppel, die dieses Gebäude einmal tragen wird, und hat das also alles verändert, Fundamente, Grundmauern. Und hat also diesen Zentralgrundriss als auch noch einen rein renaissancistischen Grundriss entworfen. Allerdings erkennt man an dem Entwurf von Michelangelo, dass er auch eine, man sieht es hier ganz unten, diese kleinen, ich kann sogar mit der Hand hier reinfassen, schauen Sie mal, diese kleinen Säulen, die man hier sieht, dass dort eine Tempelfassade vor diesen Zentralbau gestellt wurde von Michelangelo. Das heißt, in seiner äußeren Gestalt wurde dem Zentralbau bereits die Zentralität genommen, während im Innenraum Michelangelo das aber noch beibehalten hat. Nach Michelangelo
kam Giacomo Barozzi da Vignola, der an dieser Kirche weitergebaut hat. Danach kam Giacomo della Porta. Er hat die Kuppel, die wir hier auf der rechten Seite sehen, die von Michelangelo angedacht wurde, fertig gebaut. Und ganz zum Schluss kam dann, nicht ganz zum Schluss, der nächste Architekt war dann Carlo Maderno. Der hat an die, das ist dieser Grundriss in Gelb hinterlegt, oben rechts. Man erkennt immer noch die Anlage von Michelangelo. Und er hat aber an diese Kirche von Michelangelo dann ein Langhaus angebaut. Und er hat auch diese Fassade dann gebaut, die man auch auf diesem Foto sehen kann. Das hat er alles gemacht, nachdem die Kuppel bereits fertiggestellt war. Und die Diskussion, die dem Ganzen zugrunde liegt, also wenn wir jetzt anfangen, nochmal der Grundriss von Bramante, ein reiner Zentralbau, der Grundriss von Raphael, eine Langhauskirche, der Grundriss von Michelangelo, wieder ein Zentralbau, der Grundriss von Carlo Maderno, wieder eine Langhauskirche. In diesem Spannungsfeld hat sich die Barockarchitektur aus der Renaissance-Architektur herausentwickelt. Und dieses Thema der Synthese zwischen einer Zentralkirche und einer Langhauskirche, ich habe das schon öfters erwähnt in meinen Videos über Barock, ich werde es hier oben rechts auch verlinken, dann können Sie sich es anschauen, barocke Kirchen in Rom, vor allem Borromini und Bernini, dort habe ich das öfters beschrieben, dass das ein ganz zentrales Thema ist, was die Barockarchitektur von Anfang an bis zum Ende begleitet. Nun, dieses Foto. So kennt man natürlich den Petersdom, so findet man den auch schön. Wenn man aber genau hinschaut, dann sieht man auf diesem Foto hier im Vordergrund Dächer. Also ist dieses Foto ja nicht auf Straßenniveau aufgenommen worden, wie du und ich dort stehen würde, um die Kirche anzuschauen, sondern das ist von irgendeiner Dachterrasse aufgenommen. Und normalerweise hat man aber nicht das Glück, den Petersdom von einer Dachterrasse anschauen zu müssen, sondern man muss auf dem Petersplatz stehen und dann schaut man auf die Fassade. Und dann sieht man das hier. Und ich finde es einfach furchtbar. Also ich habe es auch schon mal erwähnt, man muss dort überhaupt nicht mehr sich drüber unterhalten, ob diese Fassade nun gelungen ist oder nicht. Sie ist einfach, das ist eine Kleiderschrankfassade, die dort hingebaut wurde. Und man erkennt die Kuppel überhaupt nicht mehr. Also den Wesenskern dieses Gebäudes, angefangen von Bramante über Raphael, über Michelangelo, all das, diese ganze Architektur ist vollkommen verstümmelt und verwüstet und verdeckt worden durch eine Fassade, die einfach doppelt so breit wie lang ist. Und naja, lassen wir es mal dabei. Es ist in der Tat, bin ich auch nicht der Einzige, der dieses Gebäude kritisiert. Auch aus ganz anderen Gründen noch ist der Petersdom in der Architekturgeschichte das am meisten kritisierte Bauwerk. Und ich hatte es ja bereits erwähnt, als Architekturgeschichtler ist man auch immer gleichzeitig ein Architekturkritiker. Dabei wäre es gegangen, also ich sage jetzt mal, zugrunde liegt auch ein bisschen, man könnte jetzt sagen, viele Köche verderben den Brei. Also ich habe mindestens 9 Architekten aufgezählt, die an diesem Bau beteiligt waren. Da ist Giovanni Lorenzo Bernini, der danach kam und diesen Baldachin im Innern gebaut hat, mit Hilfe von Francesco Borromini, und später hat Bernini auch noch den Petersplatz, also die Kolonnaden mit diesem querelliptischen Grundriss gebaut. Die habe ich da noch gar nicht mitgezählt, also ich habe aber 9 Baumeister, 9 Köche an diesem Gebäude zählen können dabei. Wenn man die Architekten hätte bauen lassen, hätte es auch ganz anders aussehen können. Und das sieht man an dieser Kirche, das ist der Tempio di Santa Maria della Consolazione. Und diese Kirche wurde mehr oder weniger genau zur selben Zeit gebaut, nämlich auch von 1508 bis 1607, auch 100 Jahre lang hat man daran gebaut. Sie steht übrigens in Todi. Und dieser Entwurf ist natürlich durch den Entwurf von Bramante beeinflusst worden. Erstens, weil sie zeitlich nach dem Petersdom angefangen wurde, und zweitens, weil auch dieselben Architekten dran gearbeitet haben, also Baldassare Peruzzi, ihn habe ich bereits erwähnt,
als ein Baumeister des Petersdoms. Er war zwar nicht der oberste Baumeister, aber er war zumindest Assistent von Antonio da Sangallo, dem Jüngeren. Er ist außerdem der Dombaumeister von Siena gewesen. Er hat auch die Zeichnungen gemacht für die 7 Bücher zur Architektur von Sebastiano Serlio. Das ist das meistgelesene Architekturtraktat des 16. Jahrhunderts gewesen. Baldassare Peruzzi ist ja auch neben Raphael im Pantheon in Rom beerdigt worden. Das habe ich im ersten Video über Renaissance bereits erwähnt. Ein weiterer Architekt, dessen Namen wir auch schon öfters gehört haben, Antonio da Sangallo, der Jüngere, auch er Baumeister des Petersdom, Baumeister des Palazzo Farnese. Er hat auch die Scala Regia gebaut. Antonio da Sangallo, der Jüngere, hat gelebt von 1484 bis 1546. Also die zweite Generation, die zweite Architektengeneration, die an dieser Kirche gebaut hat und auch am St. Petersdom, die zweite Generation von Architekten. Danach kam Giacomo Barossi da Vignola, er hat gelebt von 1507 bis 1573, also als der Petersdom angefangen wurde zu bauen. Und auch diese Kirche ist ja gerade mal auf die Welt gekommen und hat dann aber 30, 40 Jahre später als Architekt an dieser Kirche gearbeitet. Für mich persönlich ist es das Hauptwerk der italienischen Renaissance, also das, was hier geschaffen wurde, wird also von keiner anderen Renaissancekirche getoppt. Man sieht hier einen Grundriss. Auch hier kam eine Tambourkuppel zum Einsatz, also ganz klar vom Petersdom beeinflusst. Und es ist auf Basis eines griechischen Kreuzes und die Kreuzarme sind also einfach nur halbrunde Apsiden. Man sieht es auch hier auf der rechten Seite, wobei mit dem Aufriss kann man nicht wirklich was anfangen. Es ist einfach eine sehr schöne Zeichnung. Ich finde auch auf der linken Seite der Grundriss. Na, das ist einfach wirklich eine sehr schöne Grafik. Hier ein Blick in den Innenraum dieser Kirche. Ich habe hier einfach mehrere Fotos mal hingestellt. Also ich persönlich, ich kann mich an dieser Kuppelarchitektur überhaupt nicht satt sehen. Das ist also von einer unglaublich starken Kraft geprägt für mich, leider. Man sieht hier diese horizontalen Eisenstangen, die da drin sind. Das kam wohl daher, dass diese Vierungspfeiler durch die Horizontalkraft der Kuppel angefangen haben, sich nach außen zu bewegen. Das ist eigentlich komisch, das dürfte eigentlich nicht kommen. Aufgrund der Konstruktion, aufgrund des Prinzips der Konstruktion müsste das eigentlich stabil stehen bleiben. Ich kann es mir nur so erklären, dass Fundamente angefangen haben, sich zu setzen, weil sie nicht richtig dimensioniert waren. Nun, jetzt sind diese Eisenstangen da eben drin. Kann man ja drüber hinwegschauen. Hätte man auch so bauen können, dass die Eisenstangen nicht notwendig gewesen wären. Ich finde sie jetzt auch nicht so schlimm. Hier noch ein weiteres Foto in diese Kuppel. Also man erkennt auch hier eine Tambourkuppel. Man erkennt also auch links und rechts hier jeweils, das ist nur eine Apside. Da ist gar kein Tonnengewölbe mehr, sondern es ist nur eine halbe Kuppel jeweils, die dann auf allen 4 Seiten an diese Tambourkuppel angefügt ist. Hier, das ist eine Zeichnung. Die sieht etwas komisch aus als Perspektivzeichnung. Ich habe sie trotzdem mal ausgewählt, weil man sehr schön einen Raumeindruck bekommt. Ich habe auch ein Foto gesehen, was genau diese Aufnahme war. Das war aber leider nicht von seiner Lizenz so ausgebildet, dass ich es verwenden kann. Das hier sehr wohl, weil es bei Wikipedia liegt, kann ich es verwenden. Hier sehen wir noch eine Außenaufnahme von dieser Kirche. Also wirklich ein ganz tolles Stück Architekturgeschichte, auch 100 Jahre lang gebaut, von 1508 bis 1607, dennoch italienische Hochrenaissance vom Allerfeinsten. Nun, das war der dritte Teil meines Videos zu italienischer Renaissance. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Falls das so ist, wie immer, bitte ich Sie, mir das unten in die Kommentare reinzuschreiben. Bitte schreiben Sie es auch rein, wenn Ihnen dieses Video nicht gefallen hat. Ich freue mich auch immer über ein Like. Und wenn Sie in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchten von mir, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und tschüss.